Wir haben wieder bei Money Glitch das Thema Elektromobilität. Wieder mit dem Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hast du schon gehört? BYD bringt tatsächlich ein Auto für ein Elektroauto, muss man dazu sagen, für weniger als 10.000 Euro raus. Das ist doch Was? unglaublich. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, Ich muss gleich los. was ist da Schnell von meinem los? Geld holen. Ja, alle deutschen Hersteller werden pleite gehen. Das nächstes Jahr wird Deutschland ausverkauft. Nein, Spaß beiseite. Ich war gerade etwas übertrieben. Vielleicht müssen wir noch sowas machen für YouTube, für das Thumbnail. Ah, okay. Das schneiden wir nicht raus, lassen wir drin. Ich kann das ja sonst sagen. Ey, Stefan, hast du schon gehört? Oder so. Du bist ja immer für die seriösen Ansagen. So, ich switch jetzt mal auf dieses BYD Seagull rüber. Ohne Scheiß, so ein paar dumme Sachen können wir drin lassen, ist doch völlig egal. Und hier haben wir jetzt sozusagen dieses Fahrzeug, das Deutschland in die Insolvenz treibt. Nein, Spaß beiseite. So schlimm ist es nicht, aber die deutschen Hersteller, die werden tatsächlich damit zu kämpfen haben, wenn dieses, sage ich mal, tolle Produkt zu uns hierher gelangt. Und da kann kein VW irgendwas mithalten, da sind einfach die Produktionskosten zu hoch. Ja, und Tesla wird da vermutlich auch einiges dran zu knabbern haben, weil man muss überlegen, diese ganzen Steigerungsraten von den E-Auto-Verkäufen, das waren ja erstmal die Leute, die E-Kohle haben und die eh überwiegend irgendwelche Häuser haben. Und jetzt fehlt sozusagen die Masse, also ich sage jetzt mal die Laternenparker in dem Sinne. Jetzt soll es nicht abwertend klingen, aber das ist einfach nur mal, in Deutschland sind die meisten, die kein eigenes Haus haben und vermutlich dann auch keine eigene Ladestation. Und da würde, denke ich, so ein Auto dann auch ganz gut in Frage kommen, vor allem wenn der Parkraum eh knapp ist. Na, damit kannst du, sage ich mal, irgendwo in Berlin oder wo auch immer mit Sicherheit noch gut einen Parkplatz finden. Oder es hat vielleicht die Größe, kannst du auch einen Fahrradweg abstellen oder irgendwie dann. Spaß Doch ein schönes E-Bike. beiseite. Jetzt, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen. Ja, Stefan, was meinst du dazu, zu diesem schicken BYD Seagull? Also, wo ich das Design gesehen habe, habe ich mir gedacht, das sieht ja gar nicht mal so schön aus. Ja. Aber für den Preis ist das natürlich optimal. Also wenn man bedenkt, dass die ganzen Elektroautos hierzulande viel, viel teurer sind und es wahrscheinlich ewig dauert, bis sich die Spritersparnis amortisiert, No. hat man hier einen echt schönen Game Changer. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute. Also ist es wie das Pieksen, so Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass die Käufer in erster Linie vor allen Dingen Sprit sparen wollen, also Kosten senken wollen. Und wenn das unter 10.000 Euro kostet, könnte man schon drüber nachdenken. Wäre natürlich zu klären, ob die Vorteile da überwiegen, wie die Qualität ist, ob es zuverlässig ist, wie Werkstattkosten sind, BYD. Wenn du die ganze Zeit lachst, kann ich nicht reden. Ich muss gerade an das E-Bike denken. Vielleicht kann man das auch bei Jobrad demnächst dann leasen, wenn es hier ist. Bei Bike24 eh nichts erhältlich. Nee, das musst du dann rauscutten. Ich muss jetzt auch aufhören zu lachen. So, weiter geht's. Ich bin wieder ernst. Also dieses wunderschöne E-Bike mit vier Rädern, das könnte tatsächlich sehr viel Sprit sparen. Also müsste man dann ausrechnen für Vielfahrer, ob sich das dann wahrscheinlich schon nach 2, 3 Jahren gelohnt hat. Werkstattpreise weiß ich nicht, wie das mit Ersatzteilen bei BYD ist. Es könnte am Ende sein, dass BYD eine Kooperation mit einem deutschen Hersteller macht oder. Das ist jedenfalls eine Kampfansage, der Preis. Es steht ja auch da in dem Artikel, Das Design ist auch eine Kampfansage.
Ja, wenn du dir die VW ID anschaust, da ist ja jetzt oder der BMW i3, die sind ja auch nicht wirklich schöner. Ja, das stimmt, Ja, ja. da gibt es so einen Film aus den 80ern mit Jean-Claude Van Damme, Time Cop heißt der. Da fahren die auch in der Zukunft dann mit einem Elektroauto rum oder mit einem Auto einfach, was so aussieht wie diese ganzen Elektroautos jetzt im Moment. Also so Ja. haben die sich damals schon die Zukunft vorgestellt und man merkt, dass auf Krampf immer versucht wird, das irgendwie einen Tick hässlich zu gestalten. Also jetzt mein subjektiver Eindruck. Ja, das Also stimmt, ja. vielleicht ändert sich das ja noch. Also Porsche macht ja auch schöne Elektroautos. Ja. Wenn man das mal so vergleicht. Genau, aber ich denke mal, wer da nach dem Preis geht und aufgrund des niedrigen Preises das Auto kauft, der wird wahrscheinlich dann weniger auf das Design, sondern eher auf den Nutzen achten. Eventuell gibt es dann auch schönere Autos, die etwas mehr kosten. Es hat eindeutig einen sehr großen Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit, dass es geklaut wird, ist jetzt nicht so hoch. Kommt drauf an, ne, wie die Ja, Nachfrage ist. ja. Es könnte theoretisch vom, also wenn man das ein bisschen aufpoliert oder so, wahrscheinlich die ganze Technik, die da drin ist, auch in den Polo rein oder was weiß ich. Aber VW wird wahrscheinlich kein Auto für 10.000 Euro oder weniger anbieten wollen, weil die ja auch sehr viel Geld machen wollen Ja, das als stimmt. Aktienunternehmen. BYD ist natürlich auch ein Aktienunternehmen, aber bei den Chinesen ist es ja so, dass die öfters mehr auf Masse gehen wollen, lohnt sich ja auch in dem Land. Und dann wird eben Masse statt Klasse produziert Ja, und genau. der Preis dann über die Masse wieder reingeholt. Also ich sehe im Endeffekt auch so wie du bei diesem BYD Seagull. Okay, also man kann das mit dem ersten iPhone vergleichen vielleicht. Also das erste iPhone war ja auch sehr teuer. Das gab es nur exklusiv mit bestimmten Telefonanbietern und monatlich 100 Euro oder was es Ja. auch immer war. Und dann ist Apple immer mehr auf Masse gegangen. Dann gab es das Premium-Modell, dann gab es diese, sag schon, die Preisdarin-Varianten, Ja. das SE und wie sie alle heißen, Special Edition, die dann halt abgespeckte Komponenten hatten oder die von den Vorgängermodellen, von den Vorgänger-Premium-Modellen vielleicht. Und so wird es hier am Ende vielleicht auch sein. Also es gibt ja auch Käufer, die nicht so viel Geld ausgeben wollen und die Ja. dann vielleicht genau darauf gewartet haben, wo das im Prinzip jetzt der letzte kleine Schritt ist oder das letzte kleine Hindernis, was beiseite geworfen wurde. Und die Leute sagen, okay, wenn das jetzt weniger als 10.000 kostet, dann kann ich ja mal ein Elektroauto probieren. Und BYD ist jetzt auch keine schlechte Marke, ne? Also die sind, was man so hört, sehr zuverlässig, haben schon viele Busse und Bahnen und alles Mögliche ausgestattet. Also die sind zumindest kein unbekannter Anbieter. Das stimmt ja, vor allem sehr, sehr hochtechnologisiert. Und jetzt mal völlig selbstreflektierend mein Lachen vorhin über diesen BYD Seagull. Jetzt mal völlig, völlig objektiv gesehen, wenn ich das jetzt mit anderen Elektroautos vergleiche, es ist nicht wirklich, dass es negativ aus der Reihe tanzt. Und nochmal wegen diesem Lachen, da musste ich gerade eben dran denken. Ich weiß noch, so im Jahr 2005, da hatte ich gerade meinen Führerschein neu gemacht. Da kam von einem chinesischen Hersteller, das war überall in der Presse in Deutschland, von einem fatalen Crashtest, als die Lenkradsäule sozusagen mit ins Auto reingeschossen ist, etc. Und da muss ich einfach so dran denken, die Überheblichkeit der Deutschen damals gegenüber der chinesischen Automobilindustrie. Ich setze jetzt mein Lachen einfach mal parallel mit dazu und ich meine es wirklich ernsthaft. Also ich denke, das Auto ist gar nicht so schlecht. Das Lachen, das war halt einfach ein bisschen überzogen, womöglich. Und ja, ich denke wahrscheinlich, dass wir in Deutschland völlig ernst gemeint jetzt in ein paar Jahren eher weniger noch das Lachen haben, ne? Rein realistisch gesehen. Wie siehst du das? Also ich denke auch, dass da gerade in Asien sehr, sehr viel aufgeholt wird.
Ich vermute, dass da auch Fachkräfte aus Deutschland teilweise nach Asien geholt werden. Das war ja schon Griechenland. in Korea so mit Kia zum Beispiel. Die haben ja von VW die Leute auch dann abgeworben. Genau, und wenn man solche Sachen liest wie Apple Car, soll es hergestellt werden, soll es gebaut werden oder nicht, kommen auch immer wieder asiatische Hersteller da ins Gespräch, die vorher noch belacht oder als Billigmarke Ja, verpönt waren. genau. Die werden komischerweise, was das geht, ernst genommen und Ja. dort wird quasi auch eine Zukunft gesehen, wo in Deutschland vielleicht alle noch ein bisschen abwinken und sagen, ach, Ja. die machen vielleicht gute Autos, aber softwaretechnisch können wir das vergessen. So, und in China ist es so, das kann sein, dass die vielleicht früher, du sagtest 2005, schlechte Autos hergestellt haben, Genau. aber sie können das selbst reflektieren und aus ihren Fehlern lernen. Und ich denke mal, also für diesen Preis ist das Auto wahrscheinlich echt nicht schlecht. Also es sieht Ja. jetzt nicht grotesklich aus. Es ist jetzt auch jetzt nicht das allerschönste Auto. Es ist auch kein Sportwagen oder sonst was oder Nee. was die Leute lieben. Es Nee. ist kein Ford Mustang. Es ist einfach ein Auto für 10.000 Euro, was sich eine bestimmte Käuferschicht leisten soll und dann auch leisten kann. Und ich vermute mal, dass da für den Preis wahrscheinlich trotzdem extrem viel Technik und wahrscheinlich auch sehr viel Qualität drin ist. Wenn ich mal vergleiche, was man hier für viel Ja. Geld bekommt Ja. und dass hier teilweise die Qualität nachlässt, weil wahrscheinlich im Werk die Motivation auch nicht mehr so hoch ist, das wirst du wahrscheinlich in Asien so nicht erleben. Also da gibt es dann Ansonsten werden die motiviert. genau, ansonsten werden die Mitarbeiter da motiviert. Nee, keine Ahnung. Also ich denke schon, dass da verschiedene Prozesse durchlaufen werden und am Ende ist es so, wie es Elon Musk damals schon vorhatte. Das Problem ist nicht die Umsetzung des Autos, das Problem ist die Umsetzung der Maschine, die dann das Auto erstellt. So, Ja, und genau. wie wir hier sehen, wird immer mehr Wert auf das Werkzeug gelegt. Das Auto ist am Ende das Endprodukt. Genau. Wenn das Werkzeug dementsprechend super ausgefeilt ist und perfekt zuverlässig und immer mehr optimiert wird, dann ist wahrscheinlich der Preis des Autos am Ende dann für den Hersteller ab einem gewissen Punkt schon fast egal, weil sie dann skalieren können und noch Richtig. effizienter und noch kostengünstiger arbeiten können. Und wahrscheinlich machen sie trotzdem noch genug Gewinn damit. Diesen Ansatz vermisse ich hier in Deutschland teilweise noch, obwohl hier ja im Prinzip viele Grundsteine für die Automobilindustrie gelegt Richtig. wurden, mit der Grundform, dann modular aufbaubar und. Fließbandproduktion, was ja Henry Ford damals schon als Visionär eingeführt hatte, das Ja. ist ja alles schon Standard mittlerweile. Aber den Schritt weiter zu denken, dann gerade bei solchen neuen Technologien wie E-Antrieb, das haben wir ein bisschen verpasst hier in Deutschland. Also Weißt du, da was sind ich? wir meiner Meinung nach hinterher. Das sehe ich auch so. Weißt du, was ich mir auch noch vorstellen könnte bei so einem Fahrzeug der Größe von diesem BYD Seagull, dass eventuell Tesla das Ding komplett mit einer Gigapress sozusagen herstellen kann. Also das sollte möglich Möglich, ja. sein, dass da fast das Ding komplett sozusagen da rauskommt, ne? Und dann. Also ich glaube ja, der Bohrgraben von BYD ist tatsächlich der Akku. Also Ja. ich habe in den letzten Monaten, letztes Jahr, ganz oft gelesen, dass Tesla sogar in Verhandlungen mit BYD ist, wegen des Akkus. Weil sie das selber wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen. Also sie haben klar, mit dieser Flaschenrolltechnik und Ja. diesem in sich eingetretenen Akku, das sind coole Ideen und effizient, was der Tesla hat, aber scheinbar kommen sie noch nicht so richtig voran und BYD ist ja da schon wirklich jahrelang auf dem Markt und scheinbar auch sehr erfolgreich. Und ich kann mir vorstellen, dass am Ende das genau das Sahnehäubchen ist, was die anderen Hersteller gerne hätten und noch nicht haben. Das denke ich auch. Und Stell das dir vor. Design ist
Ende Es ist aussehen funktional, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt, wenn man es ein paar Mal gesehen hat, dann findet man es auch nicht mehr lustig, dann hat man sich direkt dran gewöhnt. Es ist jetzt auch weder, sage ich mal, hübscher noch weniger schön als ein VW ID.3 oder was auch immer. war. Ja, Sieht oder völlig Smart zum normal aus. Beispiel. Ja, Also genau. ich persönlich fand die ersten Smart-Modelle schöner als die aktuellen. Also Ja, vielleicht geht es die. nur mir so. Ja, das Ja, stimmt. also und Design, mein Gott, die könnten sich einen Star-Designer aus Europa holen, ein neues Design draufschmeißen und selbst die Technik am Ende gleich lassen. Ja. Wenn das Design dann auch noch den Leuten richtig gut gefällt, dass die das Auto nur des Designs wegen schon holen wollen, dann wird sich das verkaufen wie heiße Brötchen. Ich finde die Front für so einen Elektrokleinwagen gar nicht mal so blöd. Was mich da ein bisschen stört, ist die Seitenlinie, dass das so ein da hinten einfach, das erinnert mich ein bisschen an das Auto von Breaking Bad, an diesen Genau Pontiac. daran habe ich auch gedacht. Keine Genau. Ahnung was, aber so diese Heckpartie erinnert mich einfach daran. Das Ja, stimmt. die Also Front ist okay. komischerweise habe ich genau an das gleiche Auto gedacht vorhin, wo ich das Bild gesehen habe. Ja, ne? Die Front sieht vorne über dem Nummernschild ein bisschen so aus wie die Tesla-Modelle. Keine Ahnung, ob das jetzt so der Bisschen, Trend ja. ist, dass die alle etwas ähnlich aussehen. Das sieht aus wie ein VW ID.3 mit einem Tesla gekreuzt. Ja, also prinzipiell finde ich das Auto jetzt wirklich nicht schlecht. Ja. Also, und als E-Bike noch viel besser. Ja, Ja, nee, also denk für bei dem Job gerade Preis ist kann man okay. nichts falsch machen. Spaß. Nee, denke ich Also bei auch. dem Preis, genau. Also bei dem Preis, denke ich, kannst du nicht viel falsch machen. Nee. Also wenn ich dann lese, dass teilweise hierzulande nur der Akku wahrscheinlich so viel kostet, dann sollst du den Akku noch leasen, dann sollst du noch irgendeinen Abonnement abschließen und Ja. und. Wahrscheinlich wirst du das so, wie das hier ist, fertig bekommen, ohne Zusatzkosten, könnte Ja. ich mir vorstellen. Das stimmt, das stimmt. Dann, ich sag mal, wir können gespannt sein, wann so ein Auto dann nach Deutschland kommt oder insgesamt nach Europa. Und BYD ist ja in Gesprächen mit Ford, ich glaube mit dem Werk in Saarlouis war das, oder ich bin mir jetzt nicht sicher. Die wollen ja das Werk dann sozusagen aufkaufen und da wird mit Sicherheit dann auch irgendwas produziert. Also die haben ja schon mal die Absicht. Die haben sich jetzt in den USA auch ein bisschen breit gemacht. Da stellt ja BYD Busse im großen Stil her. Also diese Elektrobusse sind wirklich richtig gut. Und ich kann mir vorstellen, wir haben bald nicht mehr viel zu lachen in Sachen Automobilindustrie. Und wenn sich die Hersteller hierzulande nicht irgendwie vernetzen und wirklich kooperativ zusammenarbeiten, wenn jeder seine eigene Suppe kocht, keine Chance mehr gegen diese Übermachten wie Tesla oder BYD. Keine Chance. Meine Also Meinung. ganz ehrlich, Stefan, bei dem Preis würde ich selbst drüber nachdenken, ein Elektroauto zu holen. Also du bezahlst teilweise genauso viel für Gebrauchtwagen, Na? alte Verbrenner. Dann, wer weiß, wie teuer der Sprit noch wird. Der ist ja aktuell sehr hoch und wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder nach unten gehen. Ja. Dann kommt es darauf an, wie viel du fährst. Dann hast du Verschleißteile im Verbrenner, wie Gangschaltung, Kupplung und so weiter, was du da schon alles nicht mehr hast. Du kannst ja mal von deinen Reparaturen erzählen, die du da die letzte Zeit hattest bei deinem Diesel. Das war ja Ja. einfach der Wahnsinn im Endeffekt. Ja, schon allein angefangen mit den ganzen Problemen, die nach dem Pflicht-Software-Update gekommen sind von Ja. VW. Dann war quasi, sag schon, das AGR-Ventil Ja, war dann auf einmal genau. zu gewesen. Der ganze Ruß, der sich da festsetzt, das kostet da alleine schon 1 bis 2.000 Euro von VW, die Reparatur, Ersatzteile und. Ja. Da haben sie aber bei vielen Leuten aus Kulanz die Kosten übernommen, ne? Also das teilweise unterschiedlich gewesen, die Preisgestaltung da. Dann die regulären Verschleißteile, die dann nach einiger Zeit und einigen 1000 Kilometern dann kommen, die Kupplung, solche Sachen. Also klar wirst du hier auch Verschleißteile haben. Hier sehe ich eher das Problem beim Akku, wenn Ja. ich da an mein altes Telefon denke,
Wenn der Akku da über 3 Jahre alt ist und die Kapazität dann unter 80% rutscht, stell dir vor, du kannst dann statt 1000 Kilometer nur noch unter 800 Kilometer fahren oder was weiß ich, wenn das 600 Kilometer plus fährt, dann schaffst du dann vielleicht bloß noch 400 oder 300 Kilometer nach 3 Jahren. Ja. So, und wenn es ganz doof ist, ist der Akku dann am Ende noch fest verbaut und du müsstest theoretisch dein Auto wechseln oder das Akkuwechsel kostet vielleicht mehr, als wenn Als du ein der wirklich Restwert neues ist, Auto ne? Ja, kaufst. das kann sein, Genau, ja. solche Sachen sind aber generell auch bei deutschen Herstellern wirklich noch nicht geklärt, vermute ich. Also du hast dann ganz oft vielleicht Leasing-Angebote und holst dir dann halt, wenn das Leasing vorbei ist, wieder ein neues zum Leasing. Ja. Aber prinzipiell kenne ich das, glaube ich, nur aus Frankreich. Du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, dass du da an die Tankstelle mit deinem Auto fährst und dann wird der leere Akku direkt durch einen vollen Akku gewechselt. In Asien gibt es da auch Städte, die das machen. Da sparst du dir halt das lange Laden, die Ladezeit, dann den Verschleiß, weil du ja immer wieder einen anderen Akku hast. Das finde ich halt cool. Also das ist ein cooles Konzept. Aber keine Ahnung, ob das hier so gewollt ist und stattfinden wird. Wäre vielleicht auch der Umwelt zuliebe nicht verkehrt. Ja. Aber im Moment kenne ich die Elektroautos nur als komplette Pakete, die viel kosten und dann wahrscheinlich nach 1, 2, 3 Jahren dann nicht mehr die Anfangskapazität haben und deswegen werden sie dann wieder abgestoßen. Und das finde ich unwirtschaftlich, das kostet viel Geld und das ist umweltunfreundlich. Ja, das stimmt. Die Marke MG müsste ja auch von den Chinesen aufgekauft worden sein. MG war ja ursprünglich mal ein britischer Hersteller. Und der Martin, also einer unserer Abonnenten, hatte mal in einem Kommentar geschrieben, er hat sich einen MG 4 gekauft. Das kann ich jetzt da mal einfach direkt parallel mit einblenden. Und das sieht wirklich echt gar nicht so schlecht aus. Und es hat auch 7 Jahre Garantie. Was wirklich der Wahnsinn ist. Also da jetzt in Deutschland können die sich da, denke ich, eine Scheibe von abschneiden. Also hier steht es wirklich, 7 Jahre Garantie. Und das Auto ab 29.312 Euro. Ich denke jetzt mal inklusive Mehrwertsteuer. Das ist richtig, richtig gut. Vom Dann Design ist her ist aber es auch in trotzdem, Ordnung. die Frage, ob dort als Garantie auch Verschleißteile wie der Akku mit inkludiert sind oder ob das wieder Sternchen, Sternchen ist, ne? Also beste Beispiel als Vergleich immer ist Smartphone. Also Ja. Akku zählt als Verschleißteil, deshalb darauf keine Garantie. Aber für den Rest 7 Jahre ist nicht schlecht. Also Ja, das werden wir hier so nicht sehen, denke ich, also ich bei deutschen glaube, Herstellern. ich schätze sogar, das ist so aggressiv ein von den Chinesen, dass die wahrscheinlich auch auf dem Akku diese 7 Jahre Garantie geben. Das wäre wirklich nicht schlecht. Also dann würden die Leute überall Schlange stehen, vermute ich, bei dem Preis. Ja, das stimmt, ja. Wir könnten den Martin ja einfach mal fragen, was da Ja. in den Garantiebestimmungen drinsteht. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich sehe jetzt gerade bei Google hatte ich das mal aufgerufen. Darüber hinaus behalten diese Kunden 8 Jahre Schrägstrich 150.000 Kilometer Werksgarantie, die derzeit für die Lithium-Ionen-Batterie gilt. Das ist klasse. Ja, das ist echt heftig, ne? Also Das ist echt heftig. Also ich blende es hier mal kurz so parallel mit ein. Das ist krass. wenn du von Design absiehst, wenn dir bestimmte deutsche Hersteller vom Design gefallen oder von der Marke, Na. also rein von dieser technischen Tatsache, von der Garantie und von dem Preis, wäre ich jetzt, wenn ich ein Elektroauto neu kaufen möchte, dazu geneigt, jetzt dort eins zu holen. Das sind für mich gute Kaufargumente. Ja, also das Auto sieht wirklich in Ordnung aus. Das sticht auf keinen Fall negativ heraus. Das wirkt ziemlich frisch. Das ist in Ordnung. Also ich finde es gut. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dann als, sag ich mal, Daily Driver wäre es okay. Ja. Wenn jetzt für mich persönlich halt einfach die E-Mobilität, die Infrastruktur noch weiter ausgebaut wäre. Aber er hat ja auch gemeint, er kann sein Auto zu Hause aufladen und dann
ist es natürlich dann eh Jackpot, ne? Dann kann ich das dann auch verstehen, wenn man sagt, man steigt dann Das jetzt ist schon gut. sozusagen drauf um, und wenn man halt, wenn es mit der Fahrleistung her sozusagen dann mit einhergeht, ne? So sehe ich das. Gut, aber bei dem Beispiel mit dem MG4 sehe ich, dass der natürlich das Dreifache kostet, Ja, genau. 33.000 im Genau. Vergleich zu den 10.000 hier. Ja, wäre die Frage, ob wir bei die trotzdem genau sowas anbietet. Na, also Das wäre natürlich krass bei dem Auto für 10.000 Euro, das noch mit dieser Hardcore-Garantie, das wäre unschlagbar, und sage ich einfach so, wie es ist, da könnten die deutschen Hersteller komplett einpacken, wirklich komplett einpacken. sehe ich genauso. Also gerade als Hersteller, wenn der Hersteller für so einen Kampfpreis dann noch so eine Garantie Ja, anbieten würde, ja. würde das für mich ja gleichzeitig suggerieren, dass der Hersteller sehr überzeugt von seinen Produkten ist und ganz Genau. genau weiß, was er macht. Genau. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, ne? Also wenn sie quasi so überzeugt von der Qualität ihrer Akkus sind, gehe ich mal davon aus, dass man sich auch dann im schlimmsten Fall, wenn es kalt ist oder wenn andere schon verschleißen, trotzdem noch drauf verlassen kann. Ja, das, also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn BYD nach Europa kommt, dass sie das wie Kia machen, dann auch mit diesen 7 Jahren anbieten, auch noch für den Akku, wahrscheinlich Kilometer begrenzt, aber trotzdem, das ist einfach Hardcore. Ich sage jetzt mal 150.000 Kilometer, wenn man das, oder auf 200 vielleicht ausweitet, was auch immer, das ist doch richtig, das ist doch gigantisch. Geht doch kaum besser. Also Stefan, was ist dein Fazit zu dem Auto? Mein Fazit ist, also zu diesem BYD Seagull, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich zuerst drüber gelacht habe, aber als Stadtauto vor allem, es ist vermutlich richtig gut, also es wird seinen Zweck erfüllen. Das Heck, na gut, ich sehe jetzt hier diese Seitenansicht, es ist etwas verbesserungswürdig, verbesserungs dürftig das Heck. Okay, über Design lässt sich streiten, vielleicht gefällt es auch manchen Leuten. Die Front finde ich gelungen, das ist in Ordnung, ist okay. Ich könnte mir sogar vorstellen, das als Zweit- oder Drittfahrzeug eventuell zu haben für normale Besorgungswege innerhalb der Stadt. Und diesen MG4 finde ich ganz cool. Also sieht wirklich vom Design her recht gelungen aus. Ja. Kann Ja, sehe ich ich. genauso. Also wenn du bedenkst, dass um nochmal auf das witzige Thema E-Bike zurückzukommen, dass ein E-Bike teilweise auch schon mehrere tausend Euro kosten Ja, kann, ja. und du bezahlst etwas mehr und hast schon ein Elektroauto, da kann im Moment kein anderer Hersteller mithalten, denke ich. Ja, Also dann fahre ich natürlich Auto, das ist eine Überlegung wert auf alle Fälle. Also ich finde das für diesen Preis unschlagbar im Moment, weil ich auch nichts Vergleichbares gesehen habe Ja. jetzt bisher. Und es wird ja bloß der Anfang sein. Also das ist jetzt das erste Modell dieser Preisklasse, nehme ich an. Ja, Und wenn das genau. noch weiter optimiert wird, am Ende wird das nächste Modell schon preiswerter und vom Design her vielleicht noch besser, Reichweite noch höher. Dann ist das echt klasse. Also dann können die Hersteller sich hier Gedanken machen, wie sie da mithalten. Ich denke, die Gedanken sollten sie sich jetzt schon machen, und ich sehe persönlich für den Industriestandort Deutschland, ich sehe da sehr, sehr schwarz. Und wenn man jetzt mal einfach ein paar hundert Jahre zurück in die Vergangenheit denkt, ja, ich weiß, ein paar hundert Jahre, aber sonst war China das Land, das sehr stark technologisiert war. Die waren uns voraus. Das hatte sich dann gewendet, dass wir den Vorsprung hatten. Und ich denke, also China wird aufholen. Die haben teilweise schon aufgeholt. China wird uns überholen. In einigen Sachen haben sie uns auch schon überholt. Und ich denke, dass wahrscheinlich so ein Vorsprung da ausgebaut wird, dass wir einpacken können. Wir müssen irgendwas dran ändern. Ansonsten werden wir vielleicht irgendwann ein Land von vielen sein, die für China produzieren werden, weil wir technisch Oder nicht mehr mithalten können. wir müssen Fachkräfte aus China nach Deutschland holen. So dumm es auch klingt. Oder so. Oder vielleicht sogar beides. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Deutschland
schon seit jeher Autonation ist und lange davon gezehrt hat, von den Verkäufen, von der Marke, von dem Ruf. Und ich möchte das niemandem unterstellen, aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da eine leichte Überheblichkeit ist, so Ja, nach dem Motto, ist so, ja. Ja. was wollen denn andere Länder? Uns kann doch sowieso niemand einholen. Genau. Tesla wurde am Anfang ausgelacht und jetzt haben sie Ja. alle Angst vor Tesla. Ja. Man sollte das einfach ernst nehmen, Richtig. sich auch andere Technologien anschauen, Ja. nicht nur lehren, sondern auch lernen Ja. und vielleicht auch mal selbst reflektieren, ob wir hier Sachen optimieren oder umstellen können und nicht erst, wenn alle anderen Länder schon fertig sind damit. Das stimmt. Ja. Mein Paradebeispiel nochmal, das war das mit dem Lachen. Das hat es von 2005 nochmal voll verdeutlicht, was ich da abgespielt hatte. Und man sollte das wirklich sehr ernst nehmen, was da auf uns zukommt. Und ich würde sagen, bevor das Thema noch weiter ausartet, sich noch mehr in die Länge zieht, danke, dass du reingeschaut hast. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, gib dem doch einen Daumen nach oben. Das wäre mega nice. Wenn du auf Abonnieren drückst und gleichzeitig die Glocke aktivierst, verpasst du kein weiteres Video mehr. Danke, dass du reingeschaut hast. Wenn du willst, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.